Stille Nacht, Grillen in der Nacht, saftiges Fleisch. Also für eine Nordstraße sieht es hier wirklich ziemlich leer aus. Aber wenn Los Khan keine Patrouille mehr schickt, trauen sich wirklich keine Händler mehr raus, von der Logik her. Au, ja, wie schön. Niedriges Buschwerk. Ah, ich glaube, das sind die Belladonna-Büsche, oder? Ja, nee, Sumpfbeeren, auch gut. Sumpfbeer, hier, diese Frucht. Das sind die Früchte eines Sumpfbeerenbusches. Was für eine tolle Beschreibung, lieber Entwickler. Das hätte ich nicht gedacht. Aber die Sumpfbeeren können wir gut gebrauchen, weil die können wir ja bei dem... bei der Magiertusse eintauschen für Zugang zu ihren Waren. Das ist ganz gut. So, ich drehe mich ein paar Mal im Kreis, damit ich sehe, ob wir... es ist Nacht. Cool. Mit so einem überdynamischen Tag-Nacht-Wechsel habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Ah, hier können wir... Oh, der ein Schreckenswolf. Mittelschwer. Bums. Halb tot. Und diesmal macht die nur den Rest. Erstaunlich. Ich dachte, sie muss sich erstmal die nächste halbe Stunde hinten hochbuffen, bis sie das Vieh besiegen kann alleine. Jetzt weiß ich, was los ist. Lino ist nicht da hinten dabei, uns hochzubuffen und zu schützen oder zu heilen. Sie hat einfach Schiss. Die wartet hinten so lange, bis ich die Gegner besiegt habe und kommt danach. Och, Lino, jetzt enttäuscht du mich aber. Ist das denn eine Turmruine? Ah, mit einer Truhe dran, cool. Was ist denn da drin? Eine Falle, garantiert. Dann nicht. Naja, Wolfi... Okay, ich dachte gerade schon, von da hinten Wolfi angreifen zu lassen, das... Ah, passt. Na gut. Und, was ist drin? 4 Goldmünzen? 6 Goldmünzen? Ein Trank und ein Edelstein, immerhin. Der Trank ist nützlich. Das, den Trank will ich nicht schlecht reden. Das hatte ich schon untersucht. Und jetzt haben wir nur noch die Höhlen oben links und hier einen Pier, so wie es aussieht. Oder einen Holzsteg über einen See, Fluss, irgendwas. Okay, was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Anglernetz. Okay, nur so eine Art Brücke. Gut, Brücke nennen wir das Ding jetzt. Oh, was ist das denn? Ein Schild. Ziemlich komisches Schild, wie ich finde. Die Mine von Letzthafen ist schon seit vielen Jahren geschlossen, da die Erzadern erschöpft sind. Okay, eine Mine. Was? Eine Kiste, die abgeschlossen ist? Was? Okay, eine Kiste, die abgeschlossen war. Vergesst das. Das hat mich auch gerade ein wenig überrascht. Na, wie ist denn noch eine Heilertasche dazu? Also, um ehrlich zu sein, eine Mine klingt für mich schon ganz interessant zum Erkunden. Ich glaube, da werde ich gleich mal vorbeischauen, sobald ich die Karte hier weiter aufgedeckt habe. Da drüben ist der Wegpfeiler, den... Ich würde jetzt gerne nachgucken, ob es da nach Letzthafen, nach Los Khan geht, aber... Ich glaube, Los Khan liegt im Norden. Ja, und nach Los Khan steht da drüben. Ist hier überhaupt noch irgendwas, oder bin ich jetzt nur am Zeitvergeuden? Eber. Okay, ne, dann schießen wir auf den Wolf. Ich glaube, der... Oder gehen auf den Wolf im Nahkampf. Ich glaube, die... sonst hätte er die Eber umgebracht und da wären Erfahrungspunkte... Punkt der Flöten gegangen. Blablabla. Sprache schwierig. Droppst du irgendwas? Nö, natürlich nicht. Wildschweine jagen! Lasst uns Wildschweine jagen gehen. Ich müsste jetzt den Satz von aus der GameStar rausschneiden, von einem der Videos. Gut, also mehr kann ich hier anscheinend nicht tun, also ab in die Höhle. Wie viel? 570. 565, okay, ja. Quicksave und rein da. Minen von Letzthafen. Das klingt doch mal ganz interessant. Okay, warum ist denn die Karte aufgedeckt? Auf jeden Fall schon mal verdammt dunkel hier drin. Ist zu kompliziert, um zu knacken. Na toll. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Questschloss. Und ich kann da nicht durch, solange ich nicht weiß,
wer die Aufgabe dafür hat. Super. Und hier kann ich auch nicht weiter. Super. Ach, Manno. Wo kriege ich denn jetzt die Quest bitte schön her? Oh, gut. Dann gehen wir halt in die Höhlen und jagen Grottenschrate oder was auch immer. Aber das machen wir mit dem Hasszauber. So. Dann laufen wir wenigstens ein bisschen schneller. Können wir da oben abkürzen? Ich glaube nicht. Naja, jetzt laufen wir einfach das restliche Stück und... vorher decke ich nochmal hier auf. Ich will nämlich gucken, was hier ist. Die Oststraße und zum Wald von Niewinter. Okay, das scheint der Druidenhain zu sein, von dem mir in der Kneipe erzählt wurde. Beziehungsweise, nee, nicht in der Kneipe, von dem... Oh! Hallo Salomon! What the fuck willst du hier? Hi! Oh, okay. Hat er jetzt gerade irgendwas gesagt noch? Ich habe euch gewarnt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Nö. Glaubst du, bist eine Herausforderung für mich? Erstmal Warnlied. Und dann kümmern wir uns um das Gewürm. Ah, nein, halt, er hat hinterhältigen Angriff an. Ich muss Salomon fokussen, sonst haut er mir den Rücken. Das wäre böse. Hey, ich gucke ihn bereits an. Der kann mir keine hinterhältigen Angriffe so verpassen. Geht doch. Also, Salomon, erst schenkst du mir hier Ringe und dann überfällst du mich. Schämst du dich nicht? Lass mich ran. Zauberresistenz. Ja, Zauberresistenz plus 12. Toll. Und ein... ein Jingle. Danke, das war mir wieder nötig. Brief an Salomon. Salomon, die Alten mögen sie ewig leben. Suchen ein altes Artefakt, das sich in der Nähe von Letzthafen befinden soll. Ich habe schon Agenten ausgesandt, um es zu finden, aber für euch habe ich eine größere Aufgabe. Es sind Schnüffler unterwegs. Die gleichen, die schon Destas gute Arbeit in Niewinter durchkreuzten. Wenn ihr erfolgt habt, ist euch ein Platz im himmlischen Königreich... Ach, da sind noch Goblins. Ja, macht die mal bitte kalt. Ich lese weiter. Himmlischen Königreich unserer geliebten Alten sicher. Scheitert ihr aber, soll eure Seele verdammt sein. Dann werde ich andere losschicken, um das zu verhindern, was ihr nicht geschafft habt. Kollegen, wir haben ihn sowieso getötet. Wie wollt ihr seine Seele noch verdammen? Wollt ihr ihm ins Höllenfeuer hinterher steigen und sagen, du bist doof, oder was? Solltet ihr die Hilfe anderer Agenten benötigen, diejenigen, die das Artefakt suchen, werden in die Wälder von Niewinter, in das Höhlensystem nördlich von Letzthafen und das Dorf Köhlerwald geschickt. Doch deren Arbeit ist wichtig, stört sie also nicht ohne triftigen Grund. Enttäuscht mich nicht, Maugrim Korotir. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt praktisch den... Ist da oben noch irgendwas? Noch mehr Goblins? Sind die respawned? Cool. Mehr Erfahrungspunkte, yay! Ich könnte jetzt Erfahrungspunkte buggen gehen. Einfach immer raus, rein, raus, rein. Das heißt jetzt, wir kennen den Namen eines Auftraggebers. Wir kennen... und wir kennen alle drei Standorte, zu denen wir gehen müssen anscheinend. Der Köhlerwald. Die Höhlen hier, wo ich jetzt reingehen werde. Und, was war das dritte? Oh, mein Gedächtnis ist tot. Ach, nicht Luskan. Tut mir leid, Leute. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon wieder zu spät für mein Gehirn zum Arbeiten. Ich habe eh nur noch eine 20 Minuten Zeit zum Aufnehmen. Habe ich mir selbst gesetzt als heutiges Limit. Derzeit will ich das Level auch noch schaffen. Das muss sein. Höhlensystem, Letzthafen, Dorf Köhlerwald. Ach, doch, die Wälder von Niewinter und der Köhlerwald, das Dorf Köhlerwald. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sorry, mein Fehler. Soweit habe ich gerade eben nicht mitgedacht. Ich dachte, das Ding heißt Köhlerwald. Na, doof. Ein Dorf namens Köhlerwald. Klingt cool. Muss ich zugeben. Oh, oh, oh. Orks. Okay. Orks sind für mich auch leicht. Können wir nochmal vorlesen. Orks sind aggressive Humanoide, die plündern, brandschatzen und ständig gegen andere Völker Krieg führen. Sie haben einen tief verwurzelten Hass auf Elfen und Zwerge, der schon viele Generationen zurückreicht. Ah. Klingt für mich ein bisschen vereinfacht, muss ich sagen. Die Orks direkt mit der schlimmsten Beschreibung von allen zu malträtieren. Die sind böse, die fangen Krieg an und die haben Hass gegen dich. Bums. In Gothic 3 waren sie ja zumindest... okay, die Orks auf dem Festland waren so zivilisiert,
dass sie Myrtana übernehmen wollten. Die Orks auf Kurines, der Insel, die waren ja immer noch strohdoof. Und haben einfach nur alles angegriffen, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Ich hasse Gothic 3 jetzt schon wieder ein bisschen mehr, wenn man die Logik dahinter bedenkt. Warum sind die Orks auf einer Insel nicht so zivilisiert wie die auf dem Festland? Haben die zu viel Alkohol getrunken auf der Insel? Ist das ein Beachparadies oder so? Hier ist Party angesagt. Lass uns Köpfe einschlagen gehen, bitte. Yay. Na, noch ein Schamane. Also der Schamane scheint irgendeinen Schutzzauber immer auf sich zu wirken, bevor er angreift. Na, er bufft eher. Also er ist kein Angreifer, sondern eher ein Unterstützer-Zauberer. Ist mir aber auch ganz recht. Die klopft man auch sehr gut um. Also erstmal Höhlen erkunden, okay. Höhlen und Schutt, wie immer. Oh, wo ist 20 Goldmünzen im Schrott drauf? So eine genaue Zahl und Quarz. Na, ich glaube, Quarz ist wieder eine Zauberer-Reagenz. Das kommt gut. Ja, Lino, wir werden gegen diese Truhe siegreich aus dem Kampf herausgehen. Man wird Loblieder über uns singen. Eine Parade feiern. Den Kopf der Leiche der Truhe durch die Gegend tragen. Oh, was ist das denn? Ein Zähigkeitsring. Okay. Hätte ich erkennen müssen. Das Design kenne ich schon. Und noch mehr Orks. Okay. Aber ich mache jetzt mal einen auf Nahkämpfer und benutze dafür mein geisthaftes Antlitz. Dann kann ich mich ein wenig sicherer nach vorn wagen, ohne gleich zu viel Schaden zu kassieren. Doch, du kannst das Ziel erreichen. Du musst die nur weit genug zur Seite schieben. Und Level up. Yes, 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 ja. Yes, yes, ja. Das machen wir auch sofort. Falls ich mich ausruhen muss, um Wolfi nur zu beschwören, mache ich das hier. Und jetzt gucken wir mal. Bitte, 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 bitte. Ja! Arcana Bogenschütze! Endlich! Ja! Fucking yes! Wir haben es! Endlich! Angriffsbonus plus 6. Ab dafür! So. Jetzt nehmen wir erstmal wieder die schönen vielen Talente rein. Ach ne, Moment mal, das war ja ein Ding, das ist keine Klassenfähigkeit, wenn ich das aufwerten will. Was ist denn eine Klassenfähigkeit von Arcana und Bogi? Die Sagenkunde, okay. Der Überredenskill ist es nicht, also die einzigen Fähigkeiten vom arkanen Bogenschützen scheinen sich eher zu Richtung Schleichen und leise Bewegen zu orientieren, als wenn ich einen Waldläufer oder Schurken spielen würde. Was? Leute, bitte nochmal eine ganz genaue Ansage. Was ist das da für eine Fähigkeit? Es kann nicht mit Tieren umgehen sein, das ist Gefühl für Tiere. Bitte... Sagt es mir ganz genau oder wo ich es nachlesen kann. Was ist das da für eine Fähigkeit, die mir hier im Text nicht angezeigt werden kann, weil ich diese ganz bestimmte Version benutzen muss, um für euch das Let's Play zu machen. Bitte sagt es mir. Weil sonst werde ich beim nächsten Mal da Punkte rein investieren, wenn das eine gute Fähigkeit ist. Das könnte vielleicht Begleiter sein, die ich beschwöre oder irgendwie sowas. Sagenkunde kann ich nicht höher treiben. Okay, dann nehme ich einmal Zauberkunde einen Punkt rein, damit ich das auch noch habe. So, passt. Und Konzentration. Kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Egal. Neue Waffen. So, Pfeil verzaubern plus 1. Jeder normale Pfeil, den der Arcane Bogenschütze verschießt, wird automatisch wie ein plus 1 Pfeil behandelt. Der Bonus gilt für den Arcane Bogenschützen. Für je 2 Stufen nach der ersten Stufe erhöht sich der Bonus um plus 1. Unsere Pfeile werden stärker. Ole, ole, ole. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was ich noch nehme. Was ist das denn hier? Kernschuss. Ein Charakter mit diesem Talent bekommt mit einer Fernkampfwaffe außer Armbrüsten einen zusätzlichen Schuss pro Runde. Ui! Zusätzlicher Schuss mit dem höchsten Grundangriffsbonus des Charakters gemacht. Aber alle Angriffe in der folgenden Runde auswählen. Das ist das ein Modus? Bei einem schnellen Schuss wird der zusätzliche Schuss mit dem höchsten Grundangriffsbonus des Charakters gemacht. Aber alle Angriffe in der Runde erfolgen mit einem... Klingt eigentlich ganz gut für meinen Geschmack. Nehme ich gleich das Ding. Ich will nur gucken. Waffenfokus habe ich ja schon auf Langbogen gesetzt. Rüstung brauche ich nicht. Giften widerstehen ist Schwachsinn. Ausweichen auf Fernkampf. Ich nehme jetzt erstmal schnelles Schießen. So. Zack. Bingo. Und Bogen an. Und jetzt muss ich das Ding auswählen. Habe ich eben richtig gesehen, ne? Warte, dann müsste es ja theoretisch hier in die Leiste reingehen, oder? Ich nehme mal Bärenstärke raus.
tut mir leid, ich muss mich jetzt auch erstmal gucken, weil den arkanen Bogenschützen habe ich in der Art noch nie gespielt. Also, ich hatte bisher noch keine Prestige-Klasse, wo ich den arkanen Bogenschützen genommen habe. Ich hatte schon Assassine, Schwarzer Ritter oder wie das Ding heißt. Ah, hier ist es. Ah, schnelles Schießen aktiviert. Okay, ist ein Modus. Dann wollen wir doch mal gucken, wie gut dieser Modus funktioniert.